Oh, das ist ein Tod. Wer zieht? Ich liebe meine Mama. Link! Naja, was ist denn? Man sieht hier der Drive. Link! Ja, das ist der John. Der will die Lucina spielen. Der hat gesagt, das ist ein Kontaktpick für das Turnier. Im Gegensatz zu CSS. Also CSS will ja immer noch spielen. Aber Lucina fühlt sich einfach mehr confident drin. Ist auch ein deutlich. Nicht unbedingt einfacher, sondern. Ja, basic. Ich denke gerade, das passt deutlich ein. Konsistenter. Deutlich konsistenter. Ja, weil letztes Mal hat er so schon auf Didi verloren. Didi aus dem Haus. Ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er besser noch was angeht. Aber mal sehen, wie es auskommt. Man sieht hier auf jeden Fall schon der Sir John mit einem leichten Lied. Da ist er unten, der Uwe-Leute. Ja, beides. Der erste Match ist ein klassischer Kickoff-Run. Aber alle sind nicht okay. Da haben sie sich gegenseitig mit den Abs-Match-Helfen nicht. Ja, da haben sie sich gegenseitig versucht, mit den Abs-Match zu helfen. Damit ist jetzt so John im leichten Lied. Und da hat er gar keinen andere. Bock drauf. Der Torte direkt hinterher. Also beides Sperrcharaktere mit dem Unterschied, dass Link auch noch eine ferngezündete Bombe, einen Boomerang und einen Bogen hat. Ja, aber das heißt nicht unbedingt, dass er besser ist. Ja, also mal. Weil ich fand, dass das eigentlich gut wäre. Überleg mal, einfach von einem Pfeil mit dem Pfeil abgeschossen zu werden. Genau außerhalb der Range vom Boomerang. Abgewartet. Spielen sie gegenseitig ein bisschen mit der Bombe herum. Da macht er einen Bombenkampf. Und zwei Apps smashed hintereinander, aber nur einer trifft. Obwohl der absolut so seltsam gekostet hat. Ja, die wurden tatsächlich aber auch genervt. Also, ich möchte viel mal von der Schnauze rein, jetzt ist es wohl das Absolute. Also, wurde ein bisschen genervt, aber nichtsdestotrotz immer noch ein ziemlich guter Absolute. Dann war relativ gut, aber beide schaffen es nicht zurück. Und da hat er wahrscheinlich noch damit gerechnet, dass er den Double Jump hat und dann ist. Selbst wenn er weiter mit ihm gewesen wäre, dann hätte er viel reversed, also er wäre an der Kante vorbei. Kann gut sein. Also man sieht auch, der Ural kämpft ganz stark mit dem Bombenschaffen. Er hat sich tatsächlich noch auf der Autofahrt darüber beschwert, dass er es nicht ganz so konsistent kann, aber er will selber weiß, was ganz anders ist. Und die Becker oder Field ist ein sehr guter Aufschlag. Wahrscheinlich geht er sich gleich selber mit. Hat Sam John sich den Kill dann doch selbst geholt? Ja. Dann. Also ich weiß nicht, wie diese Funktionen sind. Einfach ein bisschen checken. Was schon nennt sich ein Team? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Ich kann ja spielen mit dem dreckigen Deck. Ja, also dieses Match hier, sehr spannend. Let's go. Oh, da holt der Sir John fast ein ganz, ganz starkes Comeback. Oh, und der Brutal Burst seine Abi, ganz bekannt eigentlich unter Link Mains. Damit holt er sich einfach das Geld. Man sieht es auch nicht wirklich, also wenn man nicht darauf achtet, man erlebt. Ja gut, aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, nicht die Recovery zu nutzen, wenn der Gegner nicht auf der Stage steht. Nein, ich meine, man sieht nicht direkt, wenn er hier wird. Ja, aber ich meine, es gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen. Ja, das habe ich irgendwie behauptet.
Hä? Ich meine nur, dass man nicht direkt merkt, wenn er wieder ist. Also ja, es ja, aber stimmt ja, in welche Richtung man den letzten hinschickt. Ja, ja, klar. Aber es gibt, wie gesagt, keinen Grund, das nicht zu machen. Deswegen hätte er es erwarten können, aber er hatte keine andere Option. Deswegen er verliert die Lust in der Situation. Frage. F. F. Ich gehe mal jetzt ganz frecherweise davon aus, dass Sir John jetzt auf sein Main auf die Shiro-Story reserviert. Weil es hat er mir gerade eben ganz geheim im Gespräch angetroffen, dass er, wenn er den One verliert, schon das einfach Gott. War das jetzt gerade ein Witz oder hast du das ultimative Insider-Wissen? Nein, nein, ich habe ihn wirklich gefragt. Ja, also. Ja, mal sehen, wie es aussieht. Robert führt jetzt 1-0. Unerwartet, meiner Meinung nach. Wie gesagt, er war irgendwie an 28. Sieg oder so gewesen. Echt ziemlich unerwartet. Jetzt ist er schon mindestens 9. Also er auf jeden Fall sein Ziel in der Place. Also, ich weiß nicht mal unbedingt, ob das ein sonderlich gutes Matchup für CSS ist. Weil der Link hat Options, um sehr nah die Luft des Punktes herum zu kammern. Und CSS lebt halt eigentlich von Shots. Sie baut dann mit Pressure auf, hat da besten Tools, hat ihre Kombos da. Also, ich weiß nicht. Andererseits ist Süß deutlich aggressiver. Also aggressiver und defensiver gleichzeitig. Andererseits ist es auch sein Main und es hat gerade mit Yushina eben nicht geklappt. Aber ganz klar. Also, wir sehen, aber wie du schon gesagt hast, er hat schon den Plan zu wechseln, wenn es beim letzten Game nicht klappt. Ja, also mal sehen, wie es jetzt. Man sieht auf jeden Fall jetzt sein Lied. Es geht jetzt bestimmt weg, er zeigt wie. Eventuell eine ganze Schieße mit Daumen, die irgendwas. Abi, klar, Abi, ganz, ganz stark. Das ist gut. Als Kind ist gedacht, aber als Kombo zu reden. Ja, aber auch mal weniger, wo es reinkommt. Und dann auf 9%, wo es eigentlich nicht geht. Und da hat die Zeit gekillt. Wenn man das ganz kurz verdrückt, dann schießt die Seiten weg. Wenn man es länger gedrückt hat, schießt sie nach oben. Wodurch man die Seiten als Combo und als Kill schon benutzen kann. Da tradet sie mehr. Ganz vielleicht einfach zwischen den Kills von der Fähre. Nein, nein, ganz klar nicht. Hat er auch überall auf gut gespielt. Jetzt hat er einen deutlichen Weg. Gucken, ob er sich wieder einen Stock holt. Der Verlierer von dem ist übrigens gegen den Club spielen. Und der Gewinner gegen den Schuf. Damit sneakt er sich die Black Air als K. Genau 60%. Ich glaube nicht mehr am Mikrofon. So etwa? Ich mache mir ein bisschen ASMR-Commentary. Und da hat er leider Estates. Jetzt erwartet ein wenig von der Plattform. Erwartet jetzt ein. Okay, wieder zum Regional Schedule-Programm hier. Wie sieht's denn sonst aus? Ist sonst irgendwas passiert? Der Prodigy hat sein. Wird gleich um Top 8 kämpfen gegen den Longo. Und Pappe hat leider 0-3 gegen Pappe. Genau. Pappe war unser. Ja, ich kenne den Pappe. Das ist der 14-jährige Luigi-Main aus der Gegend. Ganz, ganz geliebter Junge. Ganz starker Abseits hat er schon gerissen. Und heute hat er auch sein Ceiling deutlich abgefaced. Wobei das Ceiling ab 50 also so random war. Ja gut, aber er war ja kein 50er Ceiling. Ganz im Gegenteil, er war ja 26, glaube ich. Oh ja, die neue Fair von
Link hart gekillt. Jetzt führt der Bubal 2-0. Wir haben nur so viel anderes Deck, aber das gar nicht mitgekriegt habe. Auch absolut nicht. Aber der Sir John vielleicht jetzt in einer leichten Crisis, wie man auch in der Cam sieht. Und der Bubal ganz confident. Hat jetzt ist ein Game davon entfernt, Winner's Side Top 8 zu gehen. Du musst dann gegen Zufall spielen? Ja. Ist jetzt ein Game. Ist jetzt, wenn er das gewinnen sollte, ist er einen Schritt näher auf der Rückfahrt vorne zu sitzen. Spielt ihr darum? Ja. Darf ich das Set noch zu Ende kommentieren? 3, 2, 1, los! Okay, ich werde also das Commentary nach dem Set verlassen. Von wegen Top 16 ist Schedule und Commentary, damit bin ich die ganze Zeit durchwachsen. Das passiert ja manchmal. Passiert. Aber wir haben nebenan noch das Amateur-Bracket laufen und es verschwinden die ganze Zeit Leute, um dann zu spielen. Ja gut, aber ich meine, das sind 73 Leute, die sich da angemeldet haben. Also da kann das schon mal passieren. Ja. Also wieder eine ganz klare Geschichte. Also ich würde sagen, ich werde direkt ausgefunden. Ich kann. Ja, das kommt nicht. Ah ja, das stimmt. Also das musste. Also, so, das ist ja die Idee, wenn man mit mir gekommen ist. Ist auch auf freiwilliger Basis. Das ist auf freiwilliger Basis. Ich bin echt stark zufrieden, weil sie ist. Ich habe ihn deutlich schlechter. Also, auf dem Energy Weekly von 34 Leuten ist er 9. geworden. Und jetzt hat er genau das gleiche bei einem 128-Mann-Turnier erreicht. Mindestens. Und jetzt hat er gerade das Lead. Ja, gut, aber er ist immer noch im Lead. Das stimmt. Solange er jetzt sein Mindset dadurch komplett ankratzen lässt. Wer ist denn deine Konkurrenz im Kampf um den Bankverband? Also ich bin raus. Mhm. Und ich meine, der Senioren auch. Also wer von den beiden weiter placed, sitzt vorne auf dem Weg. Zwischen Boral und Senioren? Ja. Das ist der Deal. Es geht um mehr als um die Top 80. Ja. Scheiß auf Payout. Apropos. Möchtest du etwas pausen jetzt? Nein, ich meine Lead mit EA. Möchtest du jetzt ein Lea-Lead von EA dran? Ich glaube, wir können ja, uns im Match also 69% hat der Rival. 69%, Leute. Ich bin ganz schön. Ich bin eine Bombe ganz dran gefehlt. Ja. Oh, da hat er versucht. Oh, beide haben da Missplay. Sogar nochmal Missplay. Der Bubal hätte da eigentlich den Kill ergreifen müssen. Aber mal sehen, ob er noch ohne weiteren Prozente doch noch Kill kriegt. Jetzt hat er 88% und eigentlich stirbt der CSS nicht alles. Außer durch eine Back-Air von der falschen Seite gesetzt. Oder eine Schwere. Ja gut, aber das passiert halt. Und da, der mitdreht, dass er John ganz fix noch ist. Da hat er sich zu sicher gefühlt, nur weil Link nicht auf der Stage war. Ja, die Bombe explodiert irgendwie nach 30 Sekunden, 5, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwann nach einer die gewissen auch Zeit ja. Von selbst. Habt ihr? Eigentlich ist er schon stark. Also wenn Bubaloy das jetzt gewinnt, darf er auf dem Beifahrer sitzen. Nicht unbedingt. Nicht? Wer weiter plays. Wer weiter plays. Also der Sir John könnte ja immer noch Dritter werden. Ah, stimmt. Es ist ja Hungerzeit. Also genau. Wer verliert, kommt ins Losers Bracket. Keiner von den beiden ist dann dort. Oh, wie war's das? Oh, da verkackt er seinen Konzern. Schon wieder zum zweiten. Ja gut, aber diesmal hat er was anderes probiert. Also da machst du keinen Bock. Jetzt müsste es reichen. Ja. Damit steht hier 2-1. Und eventuell Reverse Trio. Eventuell war das auch einfach nur der Befreiungsschlag. Oder jetzt wird der Bubal. Jetzt wird der Bubal ganz aggressiv. Und jetzt hat er gar keine Lust mehr zu verlieren. Jetzt reißt er alles aus den Stücken. Alles möglich. Damit gehen wir auf FD. Ich finde es mal ganz interessant, welche Battlefield und welche Endgame-Bahn die Leute gewinnen. Also, um ehrlich zu sein, nämlich eigentlich immer nur Murray Towers in FD-Form. Warum? Weil FD normal
einen sehr verwirrenden Hintergrund hat und Murray Towers extrem gute Musik hat. Oder die Myrenentürme, wie es im Deutschen heißt. Ja, echt. Okay. Oh, der Nerdom. Starke Karte, Killkopfer. Killt immer sehr, sehr früh. Damit hat sich meine Kommentatorin komplett einfach die Lunge zerberstet. Da hat sich den Google auch komplett verschluckt. Ja, ich glaub's. Er ist da ein bisschen am Schlucken. Am Würgen. Am Würgen. Aber ein guter Killkopfer heißt ja nicht unbedingt, dass er gejoggt ist. Er kann, ist das, ja war, noch alles das, war, das war nur ein Witz. Eben. Ja, ein bisschen. Ja. Da tritt er einmal kurz gegen den St. John einfach im Magen getreten. Und da versucht er den gleichen Killkopfer noch mal. Wenn das nochmal funktioniert. Boah, da nach der Bombe ist der Flipkick noch funktioniert. Da wäre jetzt... Der hat mein Herz verlockt. Down Smash und Abby. Ja, Abby, wie gesagt, wurde gebufft. Jetzt ist Sir John im 3-Stock-Lead. Murray darf jetzt seinen Kopf echt nicht hängen lassen. In dem Spiel ist alles möglich. Jeder kann Klatsch sein, jeder zum kann. Beispiel? Jeder kann immer zerfetzen. Und da sieht man auch, dass es halt auch möglich ist. Ja, ich hätte auch den Jump erwartet. Und da hat er sogar den Pfeil. Ja, da hat er ihn nach unten geworfen. Das war ein Schuss in den Ofen. Man sieht auch, dass Sir John immer so seine Leer Space, dass der Bugal das nicht kann. Ja, und das war eigentlich wahrscheinlich das Optimalste, was er aus der Situation ziehen konnte. Murray braucht jetzt irgendwie noch ein Wunder oder so. Ja, der braucht jetzt die Smash-Bette auf seiner Seite, aber das wird echt nicht eine Kiste. Ja, und das war's jetzt. Oh, ich habe nicht erwartet, dass Link so viel Erdrücken jetzt noch abhört. Jetzt war's das. Okay, und jetzt darf der. Jetzt steht 2-2. Last Game nach dem 2-2. Der Kampf um den Beifahrersitz geht weiter. Der Murray darf jetzt echt seinen Kopf nicht hängen lassen. Ich glaube, das ist das Essentiellste in dieser Situation. Er hat 2 Runden gewonnen. Das darf er nicht vergessen. Und eventuell zieht Sir John jetzt das Momentum in die nächste Runde. Oder der Murray reißt es jetzt noch um. Vielleicht hat er jetzt irgendwie so ein... zieht noch irgendwas aus der Hintertasche, mit dem Sir John nicht rechnet. Ja. Sir John hat sich jetzt an... Also hat man auch gemerkt über das Spiel an seinen Playstyle ein bisschen gewöhnt. Ja. Und wenn er jetzt irgendwas zieht, mit dem er nicht rechnet, kann er das bestimmt noch rumreißen, weil am Anfang hat man ja gesehen, dass er durchaus... Er hat ja 2-0 geführt am Anfang. Ja, genau. Er weiß ja, er hat halt 2 Runden gewonnen. Er kann das umreißen. Best of 3 hätte er gewonnen. Und das darf er nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Aber ich frage mich, warum er wieder auf... Okay. Ja, ich war gerade schon ein bisschen verwirrt, warum er wieder auf FD gehen will. Ich denke auch, Town City ist eine gute Sage als Counterkick. Dieses CSS killt sehr häufig nach oben. Das hat eine sehr, sehr hohe nach oben. Also ich sehe da auch... Ich sehe den Weg. Die ziehen gerade absichtlich ihr Set in die Länge, damit der Gegner von der Tailblock nicht länger auf dich warten muss. Und ich glaube, nach dem Set brauche ich dringend meinen Energy Drink. Wir werden von Rockstar gesponsert, Jungs. Kommt zum Event, das ist krank. Also es geht los. Zum Glück sieht man die nicht. Das ist unser erstes Match. Ja, stimmt. Nee, nee. Der Punkt hat auch besser. Ja, aber das war nicht on-stream. Ja, gut. Das
war ja das erste on stream. Oh, Backhand, Backhand. Da hat er auch einfach ganz frech den. Ich meine, er macht vielleicht. Komm, sieh, es ist ja vorbei. Springt irgendwie in den Upsmash rein. Und will den Link einfach mal auf den Kopf treten, aber. Da hat sie sich gegen den Krieg. Macht sie vielleicht gleich. Da wollte er mit Movement stylen, aber da hat der Wuwe ein ganz klares No-Go gesetzt. Oh, nach der Fährte der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt wird's ganz, ganz eng hier. Und er hat nur 31%. Ja. Eigentlich hat Sir John das Momentum. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hat die letzten zwei Runden hintereinander gewonnen. Und jetzt hat der Wuwe trotzdem den Lead. Also was wird aus dem Lead? Hoffentlich was Gutes. Also für Wuwe. Wir sind hier nicht biased. Uns ist das egal, wer gewinnt. Der Bessere würde gewinnen. Genau. Aber man sieht auch die ganze Zeit, beide punchen sich extrem gut oder verliert. So wie da jetzt. Obwohl nichts auf sein Schild gehauen hat, hat er so schon trotzdem das gut mit der Abbiegung. Ich glaube, da wollte er eigentlich in der Ledge. Ja, das glaube ich auch. Oder er wollte ihn ganz, ganz käsig treffen. Ganz cheesy. Ja, stimmt, der Link, der hat ja so einen Boomerang, wenn er den Prozent hat. Jetzt hat er keine 0% mehr. Und jetzt geht das. Es ist ein Sword Beam, weil den hat er in den Zelda-Spielen, in manchen Zelda-Spielen auch, dass er eben, wenn er voll Leben hat, so einen Laserstrahl aus seinem Schwert schießen kann, wenn er schwingt. Kleines, gutes Detail. Es gibt ganz viele solche Details manchmal. Ja, und das macht den Smash so toll. Das ist so ein bisschen, hat ein bisschen Charme. Oh, da catcht er die Daumen mit der ABR. Ich glaube, der Burai, wenn er gewinnen sollte, wird er richtig stark kommen. Mal gucken, ob die Kamera schnell genug schaltet, dass wir das sehen. Ich hoffe, ich will es sehen. Und der trifft ihn da ganz, ganz cheesy aus dem Schild heraus. Und damit ist Sir John auf seinem vielleichten Winners. Vielleicht ist er noch auf seinem Beifahrersitz. Man weiß es nicht. Ja, der Verlierer von dem muss gegen Blub. Und der Blub ist sehr stark und bekannt in der Gegend. Jetzt ist zumindest Smash der zweite geworden. Aber lass uns das hier. Ganz, ganz enge Kiste eigentlich. Noch ein Detail an die Link, was man gerade vielleicht gesehen hat, ist, dass wenn er normal steht. Ja, besser. In seiner normalen Stehanimation, dass bei normalen Link noch, bei den anderen Links, dass sein Schild kleinere Projektile einfach verschwinden lässt. Eigentlich alle Projektile. Auch Samus komplett aufgeladen wie Christus einfach. Aber da, kurz zurück zum Set. Beide sind jetzt auf dem letzten Stock. Man kann hier nicht von Last Hit sprechen, aber von Last Stock. Das ist. Vielleicht kann man. Weil es ja schon noch langsam. Ja, Sir John ist mit 4%. Ja, das stimmt. Reden. Aber der Wuwei. Mit 0% ist noch kein Kill-Prozent. Aber wenn er jetzt was ganz, ganz Käsiges kriegt, dann außer ist. Außer Sir John spielt wieder sowas ab wie. Ja, Nair Zombie oder Ethro, Back Throw, Zombie, das wird auch alles kriegen. Ja, ich hab doch gesagt, er will ausrasten. Ich hab's gesagt. Die ganze Cam hat gewackelt. Ja. Damit ist Wuwei unerwarteterweise 100 Side Top 8.